Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Das ist wieder ein Morgenvideo, weil ich es nicht erwarten kann, diese Message rauszuhauen, weil ich weiß, dass es so, so wichtig ist und dass es halt so viele beschäftigt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da schon jemand hier so wach ist. Ich warte noch ganz kurz, ob sich da jemand einschaltet. So, mal gucken in den Gruppen. So. Hallo, hallo, wer ist denn schon da und interessiert sich für Trigger und versteckte Glaubensgrundsätze? Die Ingrid, hallo Ingrid. Du bist ja auch als Coach unterwegs und kennst diese sogenannte Problematik, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, das kollektive Bewusstsein spült uns jetzt dieses Thema hier nach oben. Deswegen möchte ich auch schnell ein Live hier machen, weil wir sind ja alle von diesen Paradigmen gefahren. Wir wissen zwar, dass wir von diesen Paradigmen gefahren werden, also dass die uns sozusagen reiten und leiten und wir das gar nicht wissen. Und diese Trigger, also wenn uns was triggert oder wenn wir vor was Angst haben, dann wissen wir, dass da dieses Paradigma oder ein Paradigma versteckt ist. Oder wenn du zum Beispiel Angst davor hast, dich mal auszuruhen und mal nichts zu tun, dann ist da ganz klar das Paradigma dahinter, ja, ich muss ja arbeiten und ich muss immer was tun, sonst kommt nichts rein oder sonst, ganz schlimm, oder gehe ich bankrott, gehe ich pleite. Das ist so ein Höllenparadigma oder so eine Höllenvorstellung, die uns klassisch in Burnouts reintreibt, oder? Dass wir uns nicht erlauben können, runterzufahren, in uns, in unser Innerstes reinzugehen und mit dem zu verbinden, was wir wirklich sind. Manche nennen es ihre Intuition, manche nennen es ihr höheres Selbst und haben halt Angst, runterzufahren, weil dieses Paradigma da ist, diese Überzeugung, ja, ich kann doch nicht einfach nichts tun, wenn ich etwas erreichen will, oder? Und wenn dir dann einer sagt, doch, du kannst mal nichts tun, du kannst dich auch mal ausruhen, dann nein, es geht nicht und ich habe das und das und das zu tun und ich habe ja die und die und die Ziele, weil wir ja klassisch auch immer gesagt kriegen, du musst deine Ziele erreichen, setz deine Ziele, hab deine Vision, hab deine Mission, geh vor deine Vorstellungen. Und wenn du dann nach der Überzeugung aber lebst, also, und jetzt muss ich handeln, 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 Action, 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 dann erlaubst du dir nicht zur Ruhe zu kommen und die richtige inspirierte Handlung herauszufinden, sondern du bist halt einfach irgendwo, entweder machst du Action und machst irgendwas, und das andere, die andere Geschichte, wenn du so ein Paradigma hast, ist, dass du krank wirst, oder? Weil du zu viel machst, weil du dich überforderst. Oder die nächste Konsequenz ist, dass du in eine Schockstarre gerätst, weil du so viel Angst hast, weil du die Dinge nicht erfüllen kannst. Du kommst in ein richtiges Down, weil du dir ja so viel vorgenommen hast, aber du siehst, dass du da nicht hinkommst und den Weg nicht mehr siehst, wie du zu deinem Ziel kommst, weil du eben nicht verbunden bist mit der Lösung, sondern weil du in diesem Modus, wenn du nach so einem automatischen Paradigma, nach so einem automatischen Glaubenssatz, nach so einem Muster läufst, bist du im Flucht- oder Kampfmodus. Und im Flucht- oder Kampfmodus bist du einfach damit programmiert, dein Leben zu retten, dich zu schützen, zu rennen, dich auszupowern. Und du vergisst, dass es nur ein kurzfristiger Modus sein soll und dass du dann halt wie ein Tier zur Ruhe kommen sollst und dich ausruhen und dich neu orientieren und zu sagen, okay, wo ist denn der richtige Weg dorthin, wo ich hin möchte? Wenn du das aber nicht machst, weil du aus diesem Paradigma nicht mehr rauskommst, weil dich das immer wieder reinkickt und
du dich im Außen reflektierst und immer wieder daran erinnert wirst, dass du ja faul bist und nichts tust in diesem Beispiel und dass du doch Action machen musst und so weiter und so fort, bist du in diesem Hamsterrad deines eigenen Paradigmas gefangen und kommst nicht raus und kriegst überhaupt nicht die Resultate respektive die Ergebnisse, die dir ja gewünscht hast, indem du dir die Ziele gesetzt hast. Pum! Und dann sind wir dann irgendwann mal alle da, total ausgepowert, wissen keinen Weg mehr, suchen nach Hilfe und so weiter und so fort. Aber alles, was wir anfangen, hilft uns nur wirklich so weit, wie wir mit unserem Willen gegen dieses Paradigma ankommen. Oder gegen diesen Glaubenssatz oder gegen diese Konditionierung, wie du das nennen willst, die halt in dir wohnt. Und was ist der Ausweg? Der Ausweg ist natürlich number one, du musst es mal erkennen. Dazu sind die Trigger wirklich gut. Da kommst du hin, oder? Was nervt dich, was triggert dich, was macht dir Angst, was regt dich auf? Hallo Nathalie. Dann, wenn du das merkst, dann kannst du mal in dich reinhorchen und da gucken, was sind denn die Überzeugungen, die ich halte, an denen ich festhalte, dass mich das so nervt, oder? Und dann erkennst du die und das ist schon mal der erste Schritt, die kommen nach oben. Du weißt, was dir Angst macht, du weißt, was dich in deinen Automatismus, in deinen Automodus treibt und dann kannst du es auflösen. Aber wie kannst du es auflösen? Da, indem du erstmal durch dieses Bewusstsein, bewusstes Sein, verstehst, dass da keine Angst wirklich dahinter ist. Dass das ein ganz alter Glaubenssatz, ein altes Muster, eine alte Konditionierung ist, die heute ja so gar nicht mehr stimmt, weil wir ja nicht mehr in dem Mittelalter leben. Hallo Daniela, wir leben ja nicht mehr in dem Mittelalter, wo uns dann gleich, wenn wir Angst haben oder wenn wir uns gefährdet fühlen, dass tatsächlich uns Lebensgefahr droht. Und schon allein durch dieses Bewusstsein können wir unser System nach unten fahren und uns erstmal beruhigen und erstmal schauen, was ist denn die Wahrheit? Und wenn du die Wahrheit gesehen hast, dass da eben überhaupt nichts Schlimmes dahinter wohnt, hinter diesem ganzen Gefühl der Angst, der Panik, dieser Starre des Nichtstuns oder auch des Faulzuseins, das ist ja alles nur zu verstecken, oder? Und auch eine Krankheit, wenn du dich dahinter versteckst, wenn du das mal kapierst und bewusst wahrnimmst, dass dir keine Gefahr droht von nichts und nirgends und von keiner Seite, kannst du dieses Paradigma verändern, indem du es erkennst und es umschreibst und dir emotional bewusst machst, wer du bist, dass eben deine Seele, dein Innerstes, dein nicht körperliches Wesen sowieso per se überhaupt nicht bedroht ist. Es ist nur bedroht, wenn es die Anbindung und die Verknüpfung nicht mehr hat zu dem, was es wirklich ist, zum Zuhause, IT nach Hause telefonieren. Und sich im Außen reflektiert und dort diese ganzen Ängste ansammelt und sich dann danach orientiert und so halt dort bleibt, wo es ist, weil es im Flucht- oder Kampfmodus gefangen ist. Und so kannst du jeden Trigger, jede Angst als Nugget, als Goldstückchen nutzen, dort reintauchen, das nach oben holen, die Wahrheit erkennen, also die erste Lüge erkennen und sie dann in die Wahrheit umzudrehen. Und dann von dort aus kannst du frei laufen, weil du weißt, oh mein Gott, es passiert mir ja nichts. Ich kann ich selber sein, ich kann es vorwärts gehen, ich kann nach meiner Mission gehen, ich kann meinen Lebenstraum verwirklichen. Ich kann alles tun und machen, was ich will, wenn ich diese Trigger loslasse. Und es ist so, so wichtig, dass man das versteht. Und diese Sicherheit, die du brauchst, um Paradigmen zu verändern, die findest du nur hier in dir drin, in deinem Herzen, in deiner Anbindung, in deinem Wissen über das natürliche Wesen, das du bist. Und zwar ein Wissen, nicht sagen, ja, ich bin ein geistiges Wesen, bla bla bla, sondern du musst es wissen und du musst es spüren und du musst da reingehen. Und das machst du am besten in diesen Meditationen. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von Dr. Joe Dispenza, weil der dich mit seinen Meditationen genau dahin führt, wo du zu Hause bist, in diesen Raum, in dieses höhere Selbst, in dein Bewusstsein, wo du endlich dich okay und super und perfekt fühlen kannst, weil du dich nicht immer von diesen ganzen Außengeschichten reflektieren musst.
Dort kannst du deine Kraft sammeln, dein neues Wissen sammeln, aus den Paradigmen aussteigen. Dann gehst du aus der Meditation raus, weißt, wer du wirklich bist und versuchst es möglichst lang im Tag nicht zu vergessen. Und um das nicht zu vergessen, brauchst du Leitsätze, brauchst du Standards, brauchst du einen Orientierungsrahmen für dich, den du dir immer wiederholst, wenn du eben rausfällst aus deinem wahren Sein. Und so kannst du dich umkonditionieren und umprogrammieren und wirklich dein Traumleben, deine Mission leben. Und so geht's. Und das ist der Weg, Schritt für Schritt, jeden Moment. Also ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Schreibt mir schreibt mir eure Fragen unter die Kommentare, weil das ist so ein wichtiges Thema und es leuchtet aus allen Ecken und Enden aus und die Leute verzweifeln, weil sie es nicht hinkriegen, weil die Lösung nicht dort ist, sondern die Lösung ist da drin, in deinem wahren Sein, in deiner Essenz, die 100% perfekt, sicher und in Ordnung ist in jedem Moment. Da liegt die Lösung drin und da müssen wir hingehen. Und nicht irgendwie im Außen Materie zu Materie versuchen zu mudeln. So klappt es halt nicht. Also viel Spaß in dem heutigen Tag. Adios!